Ich habe jetzt im oberen Stockwerk herausgefunden, dass es noch eine Dauerausstellung zu neolithischer Keramik gibt. Diese beiden Stücke hier, das sind Aufbewahrungskrüge oder Tröge von der Dadiwan-Kultur, einer der relativ frühen Kulturen, die Töpferwaren hervorgebracht haben, zwischen 6000 und 5000 vor Christus. Was für die relativ charakteristisch ist, sie haben auch andere Sachen gemacht, aber was charakteristisch ist, sind diese Schnurmuster. Man sieht vielleicht diese unregelmäßigen Oberflächen, da hat man halt mit Schnüren, die man um Zweige gebunden hat und die man dann über die Flächen gerollt hat, hat man halt solche Schnurmuster auf die Oberflächen der Gefäße gebracht. Die sind unglasiert. Wir sehen aber beim rechten Stück, da gehe ich jetzt noch einmal näher dran, sehen wir ein Dekor, und zwar sind da solche Nippelchen in der Zweierreihe unterhalb der Gefäßlippe angebracht. Außerdem ist die Gefäßlippe so ein bisschen zackig gearbeitet, da scheint man mit einem Zweig oder mit einem Stab so ein bisschen reingedrückt zu haben, um da so ein gewisses Relief einzuarbeiten. Es ist heute immer ein bisschen laut, weil hier überall Kindergartengruppen rumlaufen. Entschuldigung bitte dafür. Wir befinden uns nun in der frühen Phase der Yangshao-Kultur, 5000 bis 4000 vor Christus. Hier haben wir aber immer noch dieses Schnurmuster auf diesem flaschenförmigen Objekt, das übrigens Henkel an beiden Seiten hat, aber offensichtlich nicht aufrecht hingestellt werden konnte, es sei denn, man hat es in die Erde eingelassen, mit dem unteren nicht mit diesem Kratzmuster oder vielleicht auch Schnurmuster dekorierten Teil. Der Fundort dieser Flasche ist auch Dadiwan. Und ich denke, hier sieht man ganz gut, auch wenn es einer anderen Kultur zugeordnet ist, aufgrund seines Fundortes zeigt es trotzdem noch Charakteristika der Kultur, nach deren Fundort. Warum wollte ich denn das jetzt ausdrücken? Also es zeigt Charakteristika der Dadiwan-Kultur, obwohl es der Yangshao-Kultur zugeordnet ist. Ich denke mal, daraus wird ganz deutlich, dass man nicht über Kulturen reden kann in dem Sinne, sondern dass einfach die Geschichte verschiedene Phasen durchlaufen hat, auch die Entwicklung verschiedene Phasen durchlaufen hat und die sich in unterschiedlichen Gegenden künstlerisch oder gestalterisch unterschiedlich auswirkt. Hier ebenfalls ein Aufbewahrungsgefäß aus genau demselben Zeitraum, 5000 bis 4000 vor Christus, allerdings von einem anderen Fundort, Wangjia Yinhua. Hier sieht man, obwohl es sich um ein ungefähr gleichzeitig entstandenes Objekt handelt, dass der Stil vollkommen unterschiedlich ist. Hier haben wir kein Kratz- oder Schnurmusterdekor, sondern das für die Yangshao-Kultur eher bekannte oder übliche Fischdekor. Es ist eine schwarze Bemalung auf einem rötlichen Ton Scherben. Wahrscheinlich war es in der Tat ein Aufbewahrungsgefäß. Der Fuß ist im Durchmesser ungefähr doppelt so breit wie die Lippe. Es ist ein sehr rundes und bauchiges Gefäß, allerdings zur Lippe hin leicht gestreckt. Insgesamt würde ich schätzen, dass es ungefähr 25 cm hoch ist und einen Durchmesser von 18 bis 20 cm hat. Interessant ist auch diese Flasche, die ist etwas neuer, und zwar 3900 bis 3500 vor Christus. Ausgegraben in Xiping. Und hier sehen wir ein sogenanntes Salamander-Design oder Salamander-Dekor. Das kommt später noch öfters vor, dass so Wassertiere dargestellt sind, die keine Fische sind,
Ich würde aber nicht immer unbedingt sagen, dass es sich dabei um Salamander handelt. Manchmal sieht es auch eher aus wie Schildkröten zum Beispiel. Manchmal werden auch sehr eindeutig Frösche dargestellt. Vielleicht spielt hier der Aspekt der Metamorphose dieser Tiere vom Larvenstadium zum Erwachsenenstadium irgendeine Rolle und es hat sich hier irgendeine religiöse Vorstellung niedergeschlagen. Insgesamt ist das Objekt halt eine Flasche aus einem, ocker, dunkel-ockerfarbenen Scherben. Die Bemalung ist schwarz. Und auffällig ist, dass die Fläche, also der Leib dieses Salamanders, wieder mit diesem typischen Gitter- oder Netzmuster gezeichnet ist, das wir auch schon an anderen Objekten gesehen haben. Diese Flasche hat etwa auf Höhe der Schulter oder knapp unterhalb der Schulter zwei Henkel, zur linken und zur rechten, läuft nach oben hin spitz zu, hat keinen übermäßig langen Hals. Aber auf Höhe des Halses ein Wulst, auch wieder mit einem eingeritzten oder eingedrückten Dekor, sodass es ähnlich aussieht wie eine umgebundene Kordel. Dann geht der Hals weiter und weitet sich zur Lippe hin leicht aus.